Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer braucht schon Boba Fett, wenn er Baby Yoda hat? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds. Und hier sind eure altklugen Padawane. Hier sind Chris und Michael. Und wir sind zurück auf der FedCon. Wir machen jetzt was ganz Ungewöhnliches, der Michael und ich. Wir machen einen Live-Podcast und wie gestern Morgen auch haben wir wieder andere Podcasts hier, in dem Fall einen. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber vor, wer sitzt denn hier jetzt so zwischen dem Michael und mir? Noch ein Michael. Und Max. Vielleicht sagt der Michael mal, hol, das ist ja eine Aufnahme, als Podcaster weißt du das ja, ne? Und wenn du jetzt hier nur nickst, werden es unsere Hörer jetzt so nicht mitkriegen und deswegen wäre es ganz cool, wenn sie deine Stimme auch hören könnten. Aber ja, das hi. Ist ein kleiner Hint, ne? Ja, nee, es ist okay. So von Podcaster zu Podcaster. Nein, ich habe nur eben von Max schon wieder den Vorwurf gekriegt, dass ich zu viel rede. Immer. Deshalb wollte ich ihn jetzt einfach mal den Anfang machen lassen. Ach so, ja gut. Ja, wir sind Echo 3 und Echo 7, Podcast powered by jedipeter.net. Bei uns geht's um diese Star Wars, also die Frage von dieser Sternenkriege. Star Wars, wie meine Mama immer sagt. Star Wars. Von dem Luke Skywalker. Ja. Ja. Die Jungs von den Sternenkriegen. Bitte Luke Starkiller, bitte. Ja, das war ja das erste Anakin Draft. Das war das Rough Draft. Anakin Starkiller, so rum war das, ne? Anakin. Das war das Rough Draft, glaube ich. Genau, ja. Aus, was, 1973 oder so? Habt ihr den, Comic dazu... Ich habe ihn. Ich habe ihn mir gegönnt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber ich habe ihn mir gegönnt, ja. Ja, ich habe den sogar in der Norris ForceCon Special Edition, also von daher, ja. Oder wie ich immer so schön sage, ich habe ihn zur Kenntnis genommen. Also fantastisch, wir haben noch nicht mal angefangen und sind schon mittendrin im Star Wars Thema. So sieht's aus. Warum sind wir hier live und warum hört ihr das vielleicht mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen in einer etwas anderen Tonqualität für diejenigen, die das jetzt als Podcast bei uns im Stream hören, weil wir nämlich im Rahmen von der FedCon hier live gestreamt haben. Wenn ihr das hört, ist die FedCon schon vorbei. Schade für euch, kommt nächstes Jahr vorbei, ist großartig, sollten wir machen. Und dann ist nämlich dem Michael und mir aufgefallen, wir haben die letzten drei Folgen von The Mandalorian noch nicht besprochen. Und weil ich gar nicht mehr weiß, worum es geht, shame, außer weil gerade eben noch das Stichwort Jack Black fiel, habe ich gesagt, stimmt, da war irgendwas, habe ich mir gedacht, lass uns doch einfach das nachholen, damit wir zumindest so chronologisch unsere Folgen komplett haben, auch wenn es jetzt eigentlich bei uns keinen mehr interessiert. Da ich es nicht mehr weiß und du keine Ahnung hast, haben wir gedacht, nehmen wir einfach mal noch die anderen beiden dann dazu und die können uns jetzt sozusagen nochmal erklären, was war in der zweiten Hälfte von Mandalorian, wie findet ihr den Mandalorian, wie findet ihr überhaupt den neuen Star Wars Kram. Bevor wir das aber machen, Michael, es gibt ja anscheinend jetzt auch ein paar neue Hörer, was können die denn sonst noch von uns hören? Ich meine, du verschönerst das Ganze ja immer so sehr, dass wir die Meister der Prokrastination sind und deshalb sagen, ach, wir haben da ja noch was vergessen. Genau, aber für die, die uns noch nicht gehört haben oder die uns zum ersten Mal hören, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Alles, was ihr von uns wissen wollt und wissen müsst, ist auf nerdizismus.de zu finden, denn da findet ihr alles, was wir bisher geschrieben, eingesprochen oder aufgenommen haben. Und das Wichtige ist, dass ihr uns auch schreiben könnt an die info@nerdizismus.de, wenn ihr ganz klassisch auf E-Mails unterwegs seid oder wenn ihr etwas moderner unterwegs seid, gerne an die 015259647709. Da nehmen wir über WhatsApp auch gerne Sprachnachrichten entgegen oder wer ganz fleißig mitdiskutieren will, nerdizismus.de/Discord. Fantastisch. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback auf den einschlägigen Kanälen, Sternebewertungen, Podcast Addict und so weiter. So, steigen wir mal eben dann in den Mandalorian zweite Hälfte ein. Die Nummer mit Jack Black, das wird die Folge sein, die jeder nur noch so nennen wird, ja, wie sie heißt, völlig egal. Davor, wir kommen von den Folgen mit den Piraten, ja, sind jetzt bei der Folge mit Jack Black und Lizzo. Ganz kurz, damit wir euch verorten können, so in zwei, drei Sätzen eure Meinung zu Mandalorian im Generellen und damit wir ungefähr wissen, wo ihr so meinungstechnisch steht. Im Generellen ganz erbaulich. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man bei einer Serie mit 8 Folgen pro Staffel auf Monster of the Week zurückgreifen muss. Bei sowas wie Stargate mit 22 Folgen pro Staffel, 10 Staffeln, finde ich sehr nachvollziehbar und finde ich auch sehr gut, aber
Ich finde es ein bisschen schade, dass man da die Handlung immer dauernd unterbrechen muss. Und Monster Week of the Week ist ja teilweise wörtlich, weil ja wirklich in jeder Folge irgendein großes Monster vorkommt. Es muss groß sein und es muss aus einem See hervor. Also wirklich Absucht, ganz ehrlich, ja. Ich frage mich auch wirklich, aus der Luft kommen. Wer bei Mandalorianern, wer da irgendwie dafür verantwortlich ist, die Locations auszuwählen. Also ich würde den feuern, also wirklich. Also auf einem Planeten hockt eine imperiale Basis mit so Dr. Minimengele oder so. Auf der nächsten hockt irgendwie so ein, was ist denn das hier, so ein Dinosaurierviech im Teich und ein Archäopteryx überdimensioniert. Auf jedem Planeten, auf jedem Planeten, wo sie sind, ist immer irgendwo ein großes Monster. Ob das auf dem Eisplaneten mit der Spinne ist, ob das in dem Taufbecken da ist, Mandalore. Die sind halt verflucht durch ihre Vorgeschichte. Ja, das ist wirklich, also du findest es erbaulich, okay, aber so mit Tendenz eher nach unten, so. Mal mehr oder weniger, in der Staffel wurde es mir dann wirklich zu wild teilweise. Ja. Wir waren auch schon bei den tollen Begriffen hier. Das meandert so, ja. Es meandert. Annehmbar, also das Flugviech, für mich war es irgendwie der Lufthansa-Kranich auf Steroiden, oder? Ja, irgendwie sowas. Hallo? Ich habe doch schon Gargoyle gesagt. Ich bin Lufthansa-Kranich besser. Oh je. Ja, und dieses Niveau der Pets, die dann später hatten, diese drei kleinen Viecher, war für mich, hatten wir gestern schon so ein bisschen auf Paw Patrol-Niveau. Hier, die neue Paw Patrol der Mandalorianer haben wir jetzt dabei. Da bin ich raus. So, und deine Kurzmeinung zu Mandalorian? Ich würde mich Max soweit anschließen. Es ist recht erbaulich. Ich hätte jetzt unterhaltsam gesagt, aber ja. also ich war gut unterhalten, aber ich sehe, dass die Staffel durchaus Probleme hat. Wir haben es ja bei uns im Podcast auch schon reviewed. Vor allem war es halt mal so, dass das Pacing, das hatten wir in der ersten Hälfte schon gesagt, das Pacing, und ihr habt es gerade eben auch schon mal, es wird immer wieder eine interessante Story unterbrochen mit dieser Geschichte um das Kind in dem von diesem Drachen da von dem Pelikan da entführt wird und so weiter. Naja, gut. Und dann kriegst du in der zweiten, dritten Folge kriegst du dann diese Side Story über die rehabilitierten imperialen Offiziere, die ich super interessant fand grundsätzlich, aber das wäre für mich so eine klassische B-Story gewesen, die ich die ganze Staffel einfach durchziehe. Hier mal ein Bit, hier mal ein bisschen, so wie bei Andor die Geschichte um die ISB-Tante. Ja, genau. Cool, ja. Also das ist ja der Punkt. Ja, das Max meinte ja gerade schon, warum eine Story, die eigentlich mehr oder weniger durchgehend ist, dann immer von sowas unterbrochen werden muss. Ich fand es auch aufbautechnisch allgemein etwas problematisch, dass du quasi die ganzen Cliffhanger erstens in einer Nebenserie und dann in den ersten beiden Folgen quasi auflöst, dann den Rest der Staffel erstmal auf Monstersuche gehst und die letzten zwei Folgen dann tatsächlich die Handlung wieder fortführen. Das hat irgendwie wieder sowas von so Monster of the Week Serie wie Stargate. Wo aber zwei, drei Folgen am Anfang so quasi den Pilotfilm von so einer Staffel jeweils hast, dann geht's ein bisschen durch und am Ende hast du wieder was Relevantes. Das ist diese Persönlichkeitsstörung, die Serie hat. Dadurch, dass sie angefangen ist als so ein bisschen Planet of the Week, Erzählweise und die entsprechend das Universum einführen mussten, aber der Dave Filoni scheinbar doch in eine größere Story rein möchte, sind sie jetzt gerade auf diesem Absprung dahin, ne? Und dementsprechend haben wir leider immer eine sehr bipolare Struktur. Bipolar ist gut, ja. Ich meine, ich fand ja die Jack Black Folge, wo sie also auf dem Planeten kommen und es eigentlich so eine kleine Krimi-Folge ist. Ja? Die fand ich gar nicht so, ich fand die für sich genommen, fand ich die gar nicht so schlecht. Also so als mal Reinschmeißer, als Auflockerung für so eine reine Planet of the Week Staffel, hätte ich sogar gemacht. Komm, der ist mal irgendwo und dann wird er halt mal ein bisschen hier der Detective, ne? Und haben sie mal so ein bisschen sowas, so eine kleine Krimi-Geschichte gemacht. Das fand ich ja eigentlich sogar ganz nett und dann hat man ja noch Christopher Lloyd reingeschmissen. Ich glaube, die Folge gab es halt nur, die waren halt mal wahrscheinlich irgendwann besoffen, vielleicht hier auf der FedCon gewesen und haben dann abends gesagt, lass mal irgendwie eine Folge zusammen. Ja, der Filoni auf der FedCon wüsste ich aber. Hab noch ein Skript übrig und machen wir das irgendwie so. Wir haben es, also das Problem bei der Folge auf Plaisir 15 oder Plaisir, ich weiß gar nicht. Plaisir heißt ja, klar. Auf jeden Fall die Jack Black Folge. Ja. Das war halt so, also das größte Problem war, glaube ich, dass der Bösewicht in Christopher Lloyd, Spoiler, ne? Wer es guckt, weiß ja eben Bescheid, aber ja, dass der Bösewicht im Prinzip gar keine Motivation hatte für das, was er getan hat. Ich glaube, mich sogar ertappt zu haben, dass ich gesagt habe, wieso, der Typ hat doch recht. Kann es sein? Was war nochmal sein Grund? Wir wissen es wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Aber ich meine mich, dass ich auf der Couch saß und der hat doch recht.
Irgendwie sowas. War das oder war das eine andere Folge? Nein, der wollte, der war Separatist, noch auf dem Klonkrieg. Ach, das war der alte Separatistentyp, genau, richtig. Genau, der hat seinen Grudge irgendwie über 25 Jahre mit sich rumgetragen. So der Altkommunist aus der Sowjetunion. Ja, aber ich muss auch sagen, eigentlich hat die Episode mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin sowieso ein Fan von allem, in dem Jack Black drin ist. Der kann gerne in Star Wars dabei sein. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie Lizzo dafür gecastet haben. Ja, das war sehr überraschend, ja. Ich wusste nicht, dass sie schauspielert. Fantastisch und sowas kenne ich, die kenne ich überhaupt nicht. Also Lizzo. Siehste, habe ich doch gesagt, die haben irgendwie... Müssen wir nochmal im Mikro wiederholen, was Javanna gesagt hat. Also Javanna wirft gerade ein, dass Lizzo das grandioseste Halloween-Grogu-Kostüm aller Zeiten hatte und deswegen in die Folge gekommen ist. Und das deckt sich mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist alles so eine Mispoche. Und dann sagt, komm, spiel mal bei mir mit. Ja, komm, ich habe hier noch ein Skript. Genau, ja. So läuft die Scheiße. Ja, Lizzo, großartige... Und ihr müsst angucken! Lizzo, großartige Musikerin. Also ich finde ganz, ganz toll die Sachen, die macht. Deshalb hat mich gewundert, dass sie damit reingekommen ist. Aber dafür hatte sie jetzt nicht so eine große Rolle. Also muss man ja sagen. Ja. Und Jack Black war da. Und es war Jack Black dabei. Also von daher, meine Frau kommt dann immer an und sagt, der sieht ja aus wie Jack Black. Auch bei Super Mario, der hört sich ja an wie Jack Black. Ja. Aber letztendlich habe ich so eine Art von Folge so ein bisschen vermisst in dieser Staffel. Weil klar hatten wir immer diesen Zwiespalt zwischen Monster of the Week, was auftaucht und dann der Story, aber wir hatten nichts, was jetzt komplett mal abgewichen ist von dem, eine ganz eigene Story. Und Ja, der imperiale Plotter. Ja, okay, das war eine Andor-Episode, die zähle ich deshalb entsprechend nicht dazu. Habt ihr vollkommen recht, aber in der Mando-Welt an sich war das für mich eine Episode, wie ich sie in der ersten Staffel erwartet hätte und eigentlich auch ganz gut fand. Aber jetzt haben wir doch schon so ein kleines Problem, finde ich gerade besprochen, ohne es benannt zu haben, deswegen benenne ich es jetzt, ich bin ja hier für die Vernunft zuständig. Sag mal, mit wem hast du nicht irgendwie was erzählt, mit wem du Eishockey geguckt hast oder so? Ja, warte mal, ich habe gestern übrigens mit Richardine Anderson Eishockey geguckt. Nein, wirklich? Ich die Geschichte schon mal erzählt? Nee, gar nicht. Hier im Podcast. Muss ich nochmal erzählen, ja, ich saß also im Green Room und Richardine Anderson kam rein und sagte dann, hat irgendjemand Hockey-Ergebnisse und jetzt bin ich ja ein Hockey-Guy, also hatte ich die dann relativ schnell parat und dann ist mir eingefallen, scheiße, Mann, Deutschland spielt ja jetzt, stimmt, völlig vergessen, so im Konstress und dann haben wir auf dem Handy Magenta TV angemacht, wir werden davon nicht bezahlt und haben dann noch geguckt und er musste dann aber kurz vorher gehen, stand zweijährig und dann habe ich nämlich, dann hat Deutschland gewonnen und dann habe ich gesagt, komm, dann habe ich eben in der Regie kurz mal eine Textnachricht geschickt, hier, blende das mal bitte auf der Bühne eben. Also du bist für seine schlechte Laune verantwortlich. Ja, sozusagen, ganz genau. Aber, also worauf ich aber eigentlich hinaus will, es war sehr kurios, damit ich das erwähnen kann, weil ich bin da reingekommen und... Und ich knie mit Richard auf dem Boden. Da ist Was macht ihr da, spielt ihr Lego? Da ist Chris Handy auf dem Tisch und ein Mann kniet davor und schaut sich das an. Und Chris und ich... Ich habe ihm meine Urlaubsfotos gezeigt, das fand er sehr erbaulich. So, dann war das RDA. Erbaulich, genau. Okay. So, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt gesagt haben, die Jack Black Folge, diese Folge und so weiter. Und der Mandalorianer spielt, also den Jaren spielt in seiner eigenen Show eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Darf ich zwei Sachen dazu sagen? Ja, sicher. Zunächst einmal die Folge an sich fand ich sehr unterhaltsam, weil die mich an so Buddy-Cop-Geschichten erinnert hat. Mhm. Fand ich wirklich, wirklich cool. Auch die Dynamik zwischen Bo und Din war klasse. Absolut. Ja. Und so ein bisschen so wie Bud Spencer, Terence Hill auch mit diesen Aktionen, die da gefahren haben. Erstmal Droiden schubsen. Ja. Also wie gesagt, ich hatte mich Spaß wirklich super Folge, unterhalten. Ja, und dann... du meintest ja gerade, dass Din Djarin keine Rolle mehr spielt, aber es wurde ja wohl schon, also relativ zu Anfang der Staffel schon auch über die Medien kommuniziert, dass es quasi eigentlich die Mandalorianer sein sollen inzwischen jetzt und nicht mehr nur Din Djarin. Also das Bo-Katan und wer war da noch gleich? Die Schmiedin. Ah, die Schmiedeherrin. Hm? Das ist genauso wie bei dem letzten Star Wars Film, hieß ja The Last Jedi und bevor der deutsche Titel bekannt war, war ja dann auch immer die Diskussion von wegen der letzte Singular und als es dann auf Deutsch rauskam mit Plural, das ist das gleiche wie jetzt mit der Mandalorianer. Im Original ist es ja The
und kann dementsprechend auch von Anfang an die Plural geheißen haben, theoretisch. Max setzt an. Bei The Last Jedi kam aber der deutsche Titel relativ parallel mit dem englischen. Der kam wirklich 10 Sekunden später. Also der deutsche Teaser kam parallel. Klar. Aber der kam wirklich parallel. Also eine Sache möchte ich aber noch einwerfen. Die Show wurde zumindest in Universe und durch die ganzen Promotions doch ganz stark auf den Jaren ausgelegt, was das eben, also für den Casual-Gucker ist das die Din Djarin-Show. Ich meine, wir haben ja schon davon gesprochen, dass am Anfang der Staffel plötzlich Grogu wieder da war und der Boba Fett nicht geguckt hat, völlig verwirrt war, so ungefähr, weil es auch nicht einen guten Recap gemacht haben. Ich fand's okay, dass jetzt die Serie diesen Perspektivwechsel drin hat, aber so deutlich wurde er, glaube ich, noch nicht kommuniziert. War so ein bisschen mit dem Holzhammer, ja. Also mit dem, der von hinten aus unerwartet kommt, ja. Ja, vor allem der mich auch nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Also ich mochte The Mandalorian gerade deswegen, weil es in sich geschlossene kleine Western-Geschichten waren, ja. Die mit dem großen Ganzen nichts zu tun hatten. Das haben wir mehrfach betont, dass ihm genau das gefällt. Dann hier und da mal ein kleiner Einwurf, okay, mal eine kleine Erwähnung. Und ich sag mal, Ahsoka habe ich mir auch noch irgendwie so halbwegs gefallen lassen, aber dann hieß es so, okay, ich suche jetzt Thrawn, tschüss, danke, Feierabend. Okay, dann war sie wieder raus. Aber jetzt wird's halt reingekrampft irgendwie, um an die Sequels anzuschließen. Zumindest hat man ja den Verdacht, dass das da jetzt mit dem ganzen Cloning-Programm und so weiter zumindest so in die Richtung gehen könnte. Und plötzlich ist wieder alles, das Universum steht auf dem Spiel so ungefähr und es wird wieder riesengroß. Und das schade eigentlich. Also ich mochte eigentlich die kleinen Geschichten von Daddy und Sohn, so die so ihre Abenteuer erleben. Aber war nicht gerade das irgendwie fast schon der Plan von Anfang an? Also ich meine, Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich meine, Plan? Dave Filoni hat ja eigentlich schon in The Clone Wars angefangen mit seinem Mandalore-Fetisch ausgegeben. Ja, das ist richtig, natürlich, ja. Entgegen dem von Karen Travis, der war anders. Ich glaube, die beiden würde ich nicht unbedingt alleine in einen Raum sperren. Also ich glaube, da fliegen die Fetzen. Aber sie hatten einen gewissen, also Jon Favreau und Dave Filoni haben beide gesagt, sie haben einen gewissen Plan für die Show und dieser Plan wird immer deutlicher und dass er dieses große Ganze umfasst. Ich meine, die wollten ja 3 andere Shows noch da zubringen und jetzt ist ja sogar der Plan, einen Film zu machen, ja. Einen Film zu machen, um, wie heißt er nochmal? Heir to the Empire. Bitte. Thrawn. Ich habe mir noch vom Jahr die Trilogie einmal durchgehört. Finde es ganz großartig, dass sie versuchen, einen Heir to the Empire Film gerüchteweise zu machen. Und der ist ja auch im Hintergrund so ein bisschen der Faden, der quasi der Imperator in dieser Geschichte ist. Und ich bin einerseits gespannt, was sie damit machen, aber andererseits bin ich auch total auf Chris' Seite, weil ich mochte auch in der ersten Staffel, dass es an sich für sich eine kleine eigenständige Story war, die nicht mit der großen Skywalker-Saga zusammenhing, aber das haben wir dann am Ende jetzt nicht. Da sind wir genau auch schon bei dem Punkt, der mit mein größter Kritikpunkt ist. Ne? Ich kann verschwendete Folgen in Anführungszeichen verzeihen, wenn sie unterhaltsam sind. Ich kann auch nicht ganz klare Motivation bei Bösewichten verzeihen, wenn das alles unterhaltsam ist. Nur was mich halt im größeren Picture bei Star Wars halt gerade stört, ist, dass man sich unbedingt mit dem Holzhammer an die Sequel-Trilogie ranwanzen muss. Ja. Genau, ja. Das sehe ich halt auch. Und diese und am Ende des Tages ist an allem schuld, ist halt, ist Marvel an allem schuld. Ja? Denn diese Marvelisierung eines Universierung, dass jetzt jedes Franchise krampfhaft versuchen muss, ja, sein eigenes in sich geschlossen stimmiges Universe aufzubauen, wo alles ineinander greift. Ja, das hatten wir ja schon. Die Skywalker-Sache ist jetzt durch. Aber es wird ja, wie du jetzt sagst, es wird ja jetzt drumherum gebaut. Das ist ja bei Star Trek genau das gleiche. Wir haben es gestern Abend davon gehabt. Ihr habt einen riesen Sandkasten mit jeder Menge Förmchen drin und ihr nehmt immer die gleichen. Ja, 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 ja. Bei Star Trek nimmst immer Kirk, ja, und irgendwie alles darum gedreht und bei Star Wars muss es immer irgendwie
um diese Ära halt drumherum gehen, zumindest so plus minus 20, 30 Jahre nach vorne und nach hinten, wo ich mir so denke, es gibt so tolle Geschichten. Und ich hatte mal einmal einen Gedanken, da kam ein, ich glaube, das war das Opening Rendering oder der Opening Trailer zu irgendeinem Old Republic Spiel oder sowas, ja. Und dann kam also dieser Trailer raus, das war da, wo, glaube ich, auch irgendwelche Siths oder so den Jedi-Tempel da stimmen, riesen. Ja, das war der betrogen, ja. Irgendwie sowas, genau. Und dann habe ich diesen Trailer gesehen, ja, und habe mir gedacht, also A, war der ziemlich geil, habe ich mir gedacht, ey, in dem Ding steckt halt mehr Star Wars drin, als zu dem Zeitpunkt, was da so sonst so kam. Und da ich mir so denke, Trailer-Game von BioWare war immer schon sehr, sehr stark. Also ja, die haben wirklich, es kamen ja noch mehrere voll animierte Trailer, unter anderem zu Knights of the Fallen Empire. Ja, und noch letztes Jahr. Ja, und ja. Ja. Ja, ja, und da steckte immer so viel Star Wars Vibe drin, genau. was ich bei offiziellen Star Wars, also ist ja auch ein offizielles Star Wars, aber bei den Filmsachen oder bei den Serien manchmal eben nicht gespürt habe. Ja, also ich habe auch online häufiger gehört dann, ne, wo dieser Trailer wirklich kam, das war ja in dem Kontext auch um Episode 7 rum, das ist Star Wars. Ja. Also, ne, ja, das ist dann der Trailer, wo Senja da gegen ihre eigenen Kameraden sozusagen verteidigt. Ja. So war, ja, Schauer also, über den Rücken, ja. Wir kriegen ja in den nächsten Jahren hoffentlich diesen Versuch, dadurch, dass sie die High Republic Ära einmal rüberbringen in Live-Action rein. Bin jetzt gerade dabei. Dieses Jahr. Bitte? Dieses Jahr sogar schon. Dieses Jahr schon. Der Acolyte kommt Ende dieses Jahres. Ich glaube, okay. November. Irgendwann im Herbst, ja. Ich hatte jetzt mal angefangen, mir die ersten beiden High Republic Bücher durchzuhören. Auch wenn ich die Story jetzt nicht besonders spannend finde, finde ich es interessant, wie sie versuchen, einen anderen Ansatz da reinzubringen. Und auch, ja, auch wenn sie diesen einen großen Feind dann wieder mit reinbringen, am Ende ist es dann einfach nicht mehr an die Skywalkers gebunden. Wollen wir wetten, dass irgendein Charakter, jetzt kein Hauptcharakter, aber irgend so ein weiser Jedi-Meister oder Lehrer oder so, irgendeinen Nachnamen hat, den wir natürlich irgendwo... Yoda ist ja dabei. Ich wollte gerade sagen, ja. Yoda. Ja. Ach nee, ernsthaft jetzt? Nein. Ja, ist doch 200 Jahre. Ich hab doch gar nicht gekriegt. Ernsthaft jetzt? Ja, passt doch natürlich. Yoda ist in Episode 6, wo er stirbt, 900 Jahre genau alt. Ja, das ist mir schon klar, dass er 900 Jahre alt ist. Aber da sind wir wieder genau bei dem. Du musst jetzt wieder was Altes rein. Der ist damals halt schon Großmeister. Ja, aber sie haben... Der war halt schon ziemlich lange Großmeister. Das ist schon wieder sowas, wo ich sage so, ey, Yoda ist okay. Bisher in den ersten zwei Büchern vermeiden sie es, Yoda mit reinzubringen. Da ist im ersten Buch ist Yoda irgendwie in Sabbatical, im zweiten erwähnen sie, dass er doch wegen der Krise einmal zurückgekommen ist, aber sie haben ihn noch nicht auftauchen lassen. Wenn das auf dem Level ist, dann soll es mir ja recht sein. Nur wenn er jetzt praktisch in jeder Folge durch die Weltgeschichte hüpft, dann finde ich es halt wieder ein bisschen albern. Ne? Ja, irgendwie sowas. Wer hinaus im Sumpf? Ja, der Cameo baut schon mal ein bisschen Suppe an oder so, ja. Bevor das jetzt wieder ein bisschen meandert. Lass uns mal zu den Finalfolgen gehen. Ja, fantastisch. Ja. Lass uns mal zu den, also Jack Black, ne, war Jack Black-Folge ja sehr nett. Dann hatten wir also die zwei Finalfolgen. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, hier, der möchte gern Dr. Mengele. Giancarlo Esposito ist wieder da. Oder vielleicht eine Version davon wieder da, who knows, ja. Nee, der Mengele war ja eigentlich der Pershing. Ja, stimmt, hast du auch wieder recht, ne? Und dann sagen wir den anderen Namen gar nicht, das ist ja noch schlimmer. Und dann hast du jetzt also die, der ist wieder da. Und es war ja auch dann durchaus sehr gute Mando-Action, die mir ja Spaß gemacht hat. Außerdem, was ich halt gerade gesagt habe, naja gut, ich würde halt eigentlich gerne lieber kleinere Geschichten hören, aber okay, da Katie Sackhoff für mich auch im Fernsehen sowieso machen kann, was ich sie will und ich es großartig finde, gucke ich sie natürlich immer gerne an und von daher mag ich dann die Dynamik zwischen den beiden. Es war mir dann aber an manchen Stellen doch etwas sehr... konstruiert irgendwie, ne, dann kamen plötzlich diese roten Wachen dann wieder rein, und dann sind wir halt wieder schon bei denen, die auch immer noch nicht kämpfen können, und denkst du so, okay, ihr könnt da nicht kämpfen, warum habe ich sie dann später nochmal? Bevor wir jetzt in die, eine Sache hätte ich noch gerne erwähnt, also bei der Jack Black-Folge kam ja auch, ich glaube, das erste Mal... Kommen von dieser Jack Black-Folge nicht weg. Nein, aber das ist ja wichtig für die beiden Finalfolgen. Und weil wir den ja auch schon getroffen haben, denn der Simon Cassianidis als Ex-Wolves, der taucht ja da endlich wieder auf. Ja. Der ist ja den Rest der Staffel gar nicht da.
Und es hat mir, erst ist ja so ein bisschen der Gedanke, okay, ist der jetzt auf einmal ein Antagonist geworden oder so? Und dann zeigt sich ganz schnell, ach nee, ja, das wird dann am Ende mit der Prügelei geklärt und dann ist das wieder okay. Und dann hatte ich doch extreme Befürchtungen, dass er dann im Finale draufgehen würde, aber Gott sei Dank. Ja, da dachte ich auch, ne? Das sind so, waren so zwei, das wäre halt dumm gewesen. Schatz, die auch so gefilmt waren. Ja, ja, genau, dachte, genau. Und wo man so dachte, ah, jetzt kommt er hoch und dann fliegt er dann nach oben und dann und opfert er sich oder irgendwie sowas. Alles nicht eingetreten, ja, ja, in der Tat. Ja, es wurde so gefilmt. Als ja, genau, es wurde so gefilmt. Ja, gerade auch diese Schnitte, wenn der, wie du gerade gesagt hast, wenn der hochfliegt und dass diese bedrohliche Musik da drunter, gleich fliegt das Schiff in die Luft und sowas, alles nicht eingetreten. Ja, ja, eben. Von mir aus, also ich brauche auch nicht jedes Mal einen verkrampften Kill um des Kills willen, ja. Also dann, aber den hatten wir ja trotzdem. Ja, gut. Müssen wir ja noch mal schauen, ob wenn du jetzt auf Moff Gideon anspielst. Nee, ich meinte jetzt Paz Vizsla. Ja. Ja, oh gut, okay, stimmt. Aber ein Opfer hast du ja dann im Grunde genommen. Kannst du wenigstens noch mal die Action so viel Merch-Potenzial machen, verschenkt. Ja. Ja, aber ja. Aber das ist ja auch der Punkt, den du gerade schon gemacht hast, die roten Wachen können immer noch nicht kämpfen, ja, weil die müssen nämlich kämpfen. Alle auf den einprügeln, damit er stirbt. Ja, ja, ja. Und, also das fand ich schon sehr overkill. So, und da habe ich auch wirklich so gedacht, so da war ich wirklich so, ich mag ja den, also ich habe, was den Look angeht, finde ich die Sequels sogar wirklich sogar sehr ansprechend, ja, also. Die Schauwerte stimmen, ja. Ja, die Schauwerte sind absolut da und ich finde auch, und abgesehen von der Choreo mit diesen roten Wachen, die halt permanent an den beiden vorbeischlagen, ja, was halt auch wirklich zu sehen ist, dass sie einfach nicht treffen, deswegen kamen die ins Bild und ich so, oh, jetzt will ich auch mal sehen, ob die jetzt auch mal wirklich auf den eindreschen, ja, es war auch wieder so, mehr oder weniger dran vorbeigehauen, aber okay, aber ich habe halt da leider jetzt keinerlei Emotionen gehabt, außer aha. Also das war jetzt halt nicht so, oh geil, das war eher so, aha. Eine Memberberry. Aber das ist doch wieder der Sturmtruppeneffekt hier. Bitte? Das ist doch wieder der Sturmtruppeneffekt hier. Das sind die absoluten Super-Elite-Soldaten schlechthin. Und das ist ehrlich gesagt, was jetzt, wo du so viel Star Wars-Content hast, ja, muss man das mit den Stormtroopers jetzt auch mal lösen. Ganz ehrlich, das war halt so ein Running Gag, der sich ergeben hat auf Basis der Filme und du hattest die drei Filme und keiner hat nachgefragt, ja. Aber jetzt, wo du halt so viel Content, wir haben das in einem anderen Cast dazu gehabt, wo ich bei Andor endlich mal so ein bisschen froh war in der Endor-Serie, dass man zumindest jetzt auch mal, also das Imperium mal auch in Aktion gesehen hat und es besteht nicht nur aus Vollidioten. Ja, das war fand ich mal wichtig, weil ganz ehrlich, so eine große Bedrohung war das ja teilweise halt auch nicht, ne? Also so gefühlt. Ja. Ja, letztens schon wieder das Meme gesehen hier, Schrödingers Box hier mit einem Sturmtruppler und einem Redshirt. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist ja auch nur dieses Gerücht und irgendwie hat sich das populäre Star Wars auch so ein bisschen darauf eingelassen. Wir hatten gestern mal drüber gesprochen, dass Stargate ja erst gut wurde, als sie sich selber nicht mehr so ernst genommen haben. Ja, ja. Und Star Wars versucht es etwas verkrampft, das zu machen, und es klappt nicht so richtig. Ja, 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 das stimmt. Aber also, wie gesagt, ne, so eine, die Jack Black-Folge hat funktioniert, da sind wir wieder, aber ja, ne. Und dann kommen wir zu dieser, ne, du hast gerade Marvel schon angesprochen, diese Avengerisierung. Ja. Ja, und das hatten wir dann in der letzten Folge ja auch, wo dann dieser Luftkampf entbrennt da in den Tiefen von Mandalore, wo dann, okay, die Avengers fliegen wieder. Die Mando-Avengers. Ja, und ich meine, da kommt ja jetzt dann Ahsoka dazu und dann wird wahrscheinlich bauen sie hier noch den Captain, den X-Wing-Typ da auf, ja. Poe, meinst du? Ja, genau. Mhm. Und dann hier noch die aus, jetzt kommt hier noch Rebels kommen noch dazu, sodass du am Ende, genau, sodass du halt am Ende dann sozusagen. Oh, hör bloß, du musst nicht über den Ray-Film reden. Der ist ja schon wieder weiter weg. Sodass du dann halt am Ende wirklich die Avengers im Star Wars Galaxy hast. Und ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Haben sie ja auch angekündigt, dass sie die ganze Zeit das machen wollen. Brauche ich nicht, verstehst du? Avengers, was genau meinst du jetzt? Ja, dass sie dieses Team-Up haben. Nach der ersten Staffel haben die doch schon angekündigt, dass die auf dieses Team-Up hinauslaufen, auf die Defenders of the... Ich will jetzt Defenders of the... What? Wie hieß denn diese Serie, die sie da gemacht haben? Als Defenders. Rangers of the... Rangers? Als die gefeuert wurde, die eine, und dann nicht mehr dabei war. Yeah, Rangers of the New Republic. Cara Dune, Genau, die Rangers sollte doch schon so ein Zusammenkommen sein. Nee, das sollte so ein bisschen so, ja, was... Ja, im Prinzip das, was der... Kommentar im Einsatz für Neue Republik sein.
wie heißt er noch, Captain Tavis oder wie? Genau. Das soll so ein bisschen so Polizeiserie sein, wenn man so will. Ah, okay. Na, ich hab's die ganze Zeit so verstanden, aber das sind wir doch genau da. Ja. Ist, jeder kriegt so sein eigenes Ding, ja? Genau. Wird dann eingeführt, kriegt seine eigene Origin-Story, wie auch immer. Und dann irgendwann in 4, 5, 6 Jahren hast du dann... der Punkt ist, jedes Franchise macht es jetzt oder versucht es irgendwie zu machen. Ob es passt oder nicht, ist völlig irrelevant. Man macht es jetzt einfach. Und weil man glaubt jetzt mit der Marvel-Formel, man könnte sie über alles stülpen und dann kann man damit ein scheiß Geld verdienen. Und ich glaube nicht, dass das langfristig gut gehen wird, weil auch aber die Marvel, der Marvel-Formel auch irgendwann einmal dann nicht mehr kann. Aber die Marvel-Formel funktioniert halt, wenn du das irgendwie weniger befolgst. Ich meine, DC hat ja versucht, ihr eigenes Ding zu machen, sonst sind kläglich gescheitert. Ja. Ja, ich höre schon lachen. Ja. Ja. Krachend. Ja, Wanner. Also, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich brauche das nicht so Avengers-mäßig, aber wenn du halt ständig in derselben Zeit bleibst oder in derselben Zeitspanne und dann passiert was Schlimmes im Universum, dann fragst du dich halt schon, warum kommt die Person nicht? Das ist ja dasselbe, was wir bei Marvel gefragt haben. Warum hilft Captain Marvel eigentlich nicht? Wo war die ganze Zeit? Die ist mein Galactus, seit Jahren. Genau, das Problem in Anführungszeichen ist wieder das, worauf ihr eben schon angesprochen habt, dass wir immer in derselben Zeitspanne bleiben. Genau, das heißt, wenn wir jetzt nur 600 Jahre zurückgehen, wo Yoda schon ein toller Jedi war, dann haben wir halt immer noch, dass er da irgendwie wichtig ist. Und wo ist der dann? Dann muss man zumindest immer erklären, wo ist der denn? Weil sonst alle fragen, ja, holt doch einfach Yoda, der kann das doch. Ja, so. Und da bindet man sich als Autor, als Autor, als Autorin, als Schreiber, als Writers Room immer so ein Klotz ans Bein, der immer dann mitschwingt, den du immer beachten musst, anstatt ihn einfach von vornherein wegzulassen. Marketing, die machen das doch alles, weil es die Leute kennen und darauf vertrauen, dass sie es kennen. Die brauchen Brand Recognition. Ja, aber guck mal, wenn du dir alleine schon die Sequels anguckst, wenn die Sequels einfach noch 30 Jahre später gewesen wären oder 100 Jahre später, dann könnten wir das alles ignorieren und hätten diesen ganzen Ballast nicht dabei. Und du hättest trotzdem die Staffelstabübergabe machen können von den Älteren, dass du irgendwie eine Holo-Nachricht von Han Solo für seine Nachfolger oder Luke und Leia als Machtgeist. Oder ein Klon von Palpatine, genau. Ja, also somehow Palpatine returned. Funktioniert ja anscheinend. Auf so eine dumme Idee würde ja keiner kommen. Das würde ja niemals. Keiner also niemals würde jemand auf so eine dumme Idee kommen. Ja, aber ich. Also, das würde keiner glauben. Also. Disney macht alles so lange, bis es schief geht. Die Filme haben sie gemacht, bis es schief geht. Jetzt machen die Serien, bis es schief geht. Und Disney dann, Plus ist tief in den roten Zahlen. Was? Disney Plus ist tief in den roten Zahlen. Die canceln gerade fleißig Serien weg. Ja, ja. Und sie schmeißen sie sogar raus. Sie schmeißen haben sie sogar raus. Willow rausgeschmissen. Sie schmeißen raus. Ich konnte es gar nicht mehr gucken. Ja. Und sie schmeißen raus, was geht und lizenzieren es an irgendwelche Fernsehsendern, irgendwelche Amazon Primes und sonst was. Weil sie da halt mehr Geld rausnehmen. Also die roten Zahlen haben einen lustigen Grund bei Disney Plus, der gar nichts mit den ganzen Superhelden-Sachen und so zu tun hat. Und zwar haben die Rechte an Cricket verloren und deswegen in Indien und China und den ganzen pazifik-ozeanischen Staaten ganz, ganz viele Zuschauer verloren, weil die das nur für Cricket hatten. Und wenn du bedenkst, wie viele Leute allein in Indien wohnen und das ist ihr Nationalsport und den gab es nur auf Disney Plus zu gucken, deswegen haben die da unten in den Kontinenten alle ihre Subscriber verloren und deswegen sind die jetzt in den roten Zahlen. Das war das lustigste Interview, was ich je gelesen habe. Das wissen auch die wenigsten, dass Disney ein riesiger Sportrechte-Lizenzinhaber ist. Also Disney hat, glaube ich, irgendwie 90% der US-Sportrechte. Die haben über ESPN gehört. Und darüber machen die das alles. Aber die lizenzieren die nur. Es ist auch so ein bisschen generell die Strategie, die gefahren sind. Bob Iger, der hat das Ganze groß gemacht in den letzten 20 Jahren. Dann ist er ausgestiegen und dann ist der Nachfolger von ihm, hat voll auf Disney Plus und Streaming gesetzt. Da haben die jetzt gemerkt, okay, wir buttern unglaublich viel Kohle da rein, aber es gibt nichts zurück, was er gibt. Deshalb wurde der neue Boss gefeuert und Bob Iger ist aus dem Ruhestand zurückgekommen und jetzt konzentrieren sie sich zurück aufs Kerngeschäft und Disney Plus entsprechend muss jetzt leiden und die nehmen wieder Sachen raus und canceln. Es ist natürlich auch, die Indien-Sache kommt dazu. Ja, das kennst du ja von anderen Sachen aus.
Ja, das ist sowieso noch eine Sache. Mickey Mouse wird wahrscheinlich nie in die Public Domain reingehen, auch wenn wir jetzt, glaube ich, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr da sind, dass die Steamboat Willie-Version genutzt werden kann. Das ist noch eine andere Sache, aber die sind genug in den US-Gerichten mit drin, um das zu verhindern. Aber um das abzuschließen, erstens haben wir die Sache, dass Streaming sich nicht mehr auszahlt, wie sie es die letzten Jahre auf allen Streaming-Kanälen gemacht haben. Also es wird ja links und rechts wird's gecancelt bis zum geht nicht mehr, weil die Milliarden einfach jetzt nicht mehr reingepumpt werden. Und was uns jetzt im nächsten Jahr mindestens noch ereilen wird, sind die Effekte des Writers Strike, der gerade stattfindet. Ja. Oh ja, das hatten wir ja vor 10 Jahren schon mal. Ja. Da hat ja Heroes unter anderem drunter gelitten. Ja. Und, ja, ich sehe, dass der Schmerz sitzt tief hier im Publikum. Manche sagen ja, dass der Writer Strike dafür gesorgt hat, dass Donald Trump aufgestiegen ist. Oh je. Weil. Okay, genau, okay. Lass uns mal wieder zurück zum Mandalorian. Genau, könnten wir dann vielleicht auch mal wieder über Star Wars und Mandalorian reden. Genau, ich hätte noch eine. So lass Rande, uns doch über den Mofanten im Raum sprechen. Ging's dann? Nein, Moment. Strike nicht auch Andor teilweise an den Kragen? Ich glaube, die hatten auch irgendwie 3 Wochen Drehverzögerung. Also, die haben alle Skripte schon geschrieben. Aber die müssen, glaube ich, wegen den Protesten gerade so ein bisschen aufhören. Marvel und Star Wars haben ein paar Probleme für Sachen, die noch nicht fertig geschrieben sind. Aber bei vielen können die es noch durchziehen. Ein Problem ist übrigens bei Deadpool 3. Angeblich darf Ryan Reynolds beim Drehen nicht improvisieren und dann wird Deadpool 3 scheiße. Aber ganz abgesehen davon, und entweder endet der im optimistischen Fall, endet der Writer's Strike im Juni, im pessimistischen Fall im Oktober. Und im Worst Case nach Weihnachten. Und dann ist wirklich eine Durststrecke mit Content irgendwann gut, und es wird Fernsehserien geben, da merkst du nicht mal den Unterschied, ob die jetzt einfach ein leeres Blatt verfilmt haben oder halt übler einfach irgendwas geschrieben. Also von daher, ja. Ja. Da gibt's auch einfach viel Schluss da draußen. Also wieder mal zurück zu Star Wars. Gut, dass ich Anime-Fan bin. Ja, ich hätte noch eine dumme Entscheidung. Ja. Für willst du erst, Max? Komm. Ich würde sagen, das klingt nach 30% einer jeden Andor-Folge. Leere Blatt. Der nächste harte Diss hier. Ja, du, bei Picard sage ich immer, die haben halt, jeder Autor hat eine Seite geschrieben, dann werden die hochgeschmissen und so wie sie runterfallen, werden sie gefilmt. Ja. Ich fand's erstaunlich unterhaltsam, aber let's not go there. eine dumme Entscheidung im Finale zum Beispiel. Ja. Diese Geschichte mit diesen Energiebarrieren. Ja, über einem, bekannt vor, ja. Über einem Abgrund woher mit nur? Sturmtruppen, die zwischen den Energiebarrieren stehen. Ja, ja. Das war Episode 1 in schlecht. Ja, aber ich denke mir halt so, es gab an einer Stelle, ich glaube, war das im Mando oder war das in Endor? An einer Stelle gab es tatsächlich mal ein Geländer an so einer Barriere. Irgendwo habe ich eins gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es war wirklich an einer Stelle, da habe ich noch gedacht, guck mal, da ist ein Geländer, ja, wahrscheinlich, weil die irgendwo an einem Original-Schauplatz gedreht haben und da war halt dann dummerweise Kaufen Sie jetzt Jetpacks, die Aufregend-Alternative zu Geländer. Ja, diesen Witz mit den Stegen über Abgründen, wo keine Geländer sind, ja, die gab es damals wir sind ja seit Jahren mit Blumenlicht Special verpartnert, die haben das ja, die machen ja auch Parodie auf die OT vor allem, ja. Haben auch noch anderes gemacht. Auf jeden Fall, da gibt es halt dann, Tarkin wird über den Todesstern geführt und dann kommt da auch hier, ne, so ein Steg über den Abgrund. Ja, aber warum sind denn hier keine Geländer? Ach, ja, wenn da mal ein Sturmtrupper runterfällt, wir haben ja genug davon. Das. Und das führt uns wieder zu einer Frage von gestern. Wie viele Besatzungsmitglieder hatte denn der erste Todesstern? Ein paar Millionen, schätzungsweise. Ein paar Millionen waren es, glaube ich. Ja, 2 oder so. 2 bis 3 Millionen oder so. Sowas. War der zweite. Der zweite ist ja viel, viel größer als der erste. Das ja. War mir auch gar nicht so bewusst. Der erste hatte 1 Million. 1,1 Millionen irgendwie sowas. Ja, also ich meine, ich hatte auch irgendwie noch irgendwas zwischen 1 und 2 war es, glaube ich. Ja. Wir hatten die Frage ja gestern im Quiz. Und die Kollegen von der German Base Yavin haben sich bei den Star Wars Fragen erstaunlich schlecht geschlagen. Ihr habt gewonnen, ne? Ja. Das Problem kenne ich von unserem Bühnenquiz. Also wir nicht, wir haben ja moderiert. Achso, ja. Lars Giegner hat das gewonnen, ja. Das Problem kenne ich von unserem Bühnenquiz bei der NFC damals. Okay, was war da? Da haben die auch nichts gewusst, oder was? Die lade ich nicht. Ja, wir hatten Leute wir hatten den Tobi von Blumenlicht Blues, wir hatten den Tim Griesbach von der Garrison, wir hatten eine Cosplayerin Anne Bamberg und den Chris. Genau, und der Christian, der war auch dabei. Und die haben, ja.
Also ich glaube, die Akustik war auch ein bisschen schuld dran, aber ja. Wie viele richtige Fragen antworten bei der Blitzrunde? Immer meine Erinnerung. Ich bin da immer sehr aufgeregt. Ich bin jetzt hier nochmal der Moderator und komme wieder zurück. Ja, bitte, weil ich bitte. Aber immer, ihr wisst es ja, ihr seid ja selber Podcast, ihr merkt es vielleicht auch selber, wir merken das, wenn man so eine Folge was besprechen will und man bespricht irgendwie alles, ja, bloß nicht die eigentliche Folge, dann ist es meistens kein gutes Zeichen, dass das irgendwie gescheit war, was man da gesehen hat. Es war jetzt kein großer Schrott, aber es ist einem auch irgendwie nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich muss gebrannt. Schon echt so ins Hirn gebrannt. Ich muss schon überlegen, was da jetzt war. Ja, der Moff Gideon hat jetzt halt auch ein Mando-Jetpack. Aber es war und eine Rüstung. Es war halt jetzt auch irgendwie nichts, wo ich jetzt halt so, ich bin jetzt gerade überhaupt nicht gehypt darauf, wie das weitergeht. Lass uns mal kurz noch über Grogu reden. Aus Chronistenpflicht habe ich das geschaut. Lass uns mal noch über Grogu reden. Dass sie nicht mehr wissen, was sie mit ihm anstellen sollen. Ich meinte jetzt nicht nur storymäßig, sondern auch animationsmäßig. Okay. Oder was auch immer man das also nennt. Also du meinst, dass man ihn vielleicht nicht mehr beim Laufen zeigen sollte? Ganz genau das. Oder beim Hüpfen. Da habe ich mir auch so gedacht, das habe ich in den 80ern abgekauft mit einer Stop-Motion-Puppe, aber muss ich das jetzt heute noch exakt genauso... Also praktische Effekte. Ja? Wir brauchen mehr praktische Effekte. Ja, aber Effekte. Dann filme ich das einfach nicht und lass es halt weg, ne? Ja, er läuft halt wirklich wie... Ja, aber wenn er springt, dann haben wir jetzt einfach die Puppe geworfen, oder wie jetzt? Bis es gut aussieht. Ja, ich weiß. Das war jetzt auch nur halb gewitzelt. Ja, aber das ist, wie gesagt, das finde ich nie ein gutes Zeichen, wenn man so im Podcast über alles spricht, nur über die eigene Folge. Wie war das bei euch? Habt ihr das so straight durchgesprochen und so und alles voll analysiert? Oder seid ihr auch so ach, eigentlich... Ich bin dem ferngeblieben. Also. Max, kommst du auch dazu? Nee, ich muss kochen. Das ist immer so die Ausrede, genau. Ja, wir hatten aber geballte Fachkompetenz. Sven und Michelle von der Mando Mercs waren da. Deshalb hatten wir dann durchaus auch angerichtet. Okay, was ist denn jetzt die Sache mit der Rüstung von Moff Gideon? Haben die jetzt so viel Beskar gemeint, dass die nur seine Rüstung haben, fertig machen können? Wie meinst du jetzt? Die anderen, die Truppen ja auch. Hatten die auch alle? Nein. Die sind ja beim ersten Schuss umgekippt. Genau. Die Truppen sind noch nicht beim ersten Schuss. Nein, die Truppen hatten... Die hier zwischendrin getroffen wurden. Nein, die Truppen hatten nur normale Rüstungen an. Die sind gefallen, die fliegen. Das waren ganz normale Sturmtruppen. Deshalb hat mich's gewundert, weil er hat doch nur am Ende Moff Gideon das... Genau, nur Moff Gideon hatte die Beskar-Rüstung. Das Beskar erkennst du ja daran, dass es glänzt in dem Fall. Chat, helft uns mal bitte kurz aus. Gebt mal eben in Disney Plus, spukt mal in die Folge vor. Ich bin der Meinung, dass diese... Da sagt doch, glaube ich, sogar noch einer, ihr müsst sie zwischen den Rüstungen treffen. Die waren doch völlig geschockt, dass die plötzlich mandalorianische Rüstungen hatten. Er erzählt irgendwas von wegen, die haben jetzt hier Beskar. Ich habe meine Dark Trooper verbessert, sie haben jetzt Beskar. Die weißen Dudes doch auch. Er hat gesagt, er hat den ultimativen Dark Trooper geschaffen. Bitte Disney Plus anmachen, ja? Nach vorne spulen. Es gibt eine Stelle, als die überfallen werden von diesen, ich nenne sie jetzt mal Mando Stormtroopern, ja? Dass sie auf sie schießen und die Schüsse prallen ab und dann sagt irgendeiner, weiß nicht, ob es Bo-Katan ist, ihr müsst zwischen die Rüstungen schießen. I shit you not. Ja, das ist doch, und dann fallen die dann später natürlich. Naja, gut, so, aber es dauert viel. Aber da sind wir wieder. Keine Stormtrooper, die Aber da sind wir wieder in der Sturmtruppenfalle, weil die Rüstungen der Sturmtruppen sollten sie ja eigentlich auch schützen. Und wenn die halt nach einem Blasterschuss tot umfallen, oder mit Steinen und Speeren von Ewoks erledigt werden können, dann ist was mit der Rüstung falsch. Hast du jemals eine getragen? Ich rede jetzt nicht von Cosplay-Rüstung. Ja, gut, aber du siehst ja... Aber drin, guck mal, ich meine, wir hatten ja schon mal über Republic Commando gesprochen, ja, und wenn du halt weißt, dass was da halt über Klonkrieger-Rüstungen gesagt wird, jetzt noch nicht mal die Katan-Rüstungen von den Kommandos, sondern einfach die Klonkrieger-Rüstungen, dass sie halt luftdicht abgeschlossen sind, dass sie halt Blasterschüsse abwehren können, dass du halt wie so eine Kevlar-Weste hast, dass du dann halt zumindest den Aufschlag spürst, aber nicht sofort aus dem Leben geboxt wirst, dann ist doch klar, dass die eine Sturmtruppenrüstung einen Blasterschuss, vor allem wenn es ein Streifschuss ist, abkönnen muss. Ja, sie sind auch so alle sofort tot, also sofort. Ja, eben. Sofort. Ja. Ja, wir haben ja genug. Ja, das ist dann aber ein faschistisches System, ne? Also, ist klar, natürlich, ja. Deshalb wäre es ja dumm von Gideon, allen seinen Mando-Jetpack-Truppen da eine Beskar-Rüstung anzuziehen. Jetzt stell dir mal einen Botaner in Sturmtruppenrüstung vor. Alle tot.
Ja, die haben ja auch Kaffee holen geschickt, ist keiner wieder gekommen. Was ich mir noch vorstellen kann, wenn es wirklich denn so ist, dass nur Moff Gideon das Beskar hatte. Nehmen wir jetzt mal an, auch also, wenn es vielleicht nicht rein, so ist. Rein visuell wird es halt so kommuniziert, ja, finde ich. Wieso hätte er nur die Rüstung? Also die eine Erklärung wäre ja... Das Zeug ist extrem selten, dass, extrem nee, teuer. Dass er ein Klon ist und seine ganzen Klone damit ausgerüstet. Genau, bitte ja, nicht. Genau, das doch, ist ja natürlich. Die... Es gibt einen Moff Gideon mit Schnauzer und einen ohne. Genau, und bitte, das genau, ist mir zu billig. Das wird es sein. Das wird es sein. Gibt einen mit Schnauzer und einen ohne. Ist mir zu billig, das will ich nicht. Nein. Der mit Schnauzer war der Klon. Meint ihr, die gehen jetzt nach... No one's ever really gone, ja? Also, meint ihr, die gehen jetzt nach Moff Gideon direkt auf Thrawn? Nee. Thrawn spannt sich nicht in Mando. Ich stimme zu. Ja? Ich stimme zu. Also ja, das, der Schnauzer-Theorie. Die Schnauzer-Theorie. Ja, ja, ja. Ich meine, ich sag ja nicht, dass ich das. Ich befürchte es ja, ich möchte es aber einfach nicht. Ja, ja, ja. Gut, aber wann haben Sie uns zum letzten Mal überrascht, irgendwann irgendwo? Oder Sie gehen. Wir haben ja Thrawns rechte Hand gesehen in dem Treffen. Der Schattenrat. Captain, hau mich tot. Ne? Pelion. Vielleicht gehen sie jetzt eher auf ihn und dann am Ende Richtung Thrawn. Den Schattenrat verdanken wir übrigens Chuck Wendig. Oh mein Gott. Warum oh mein Gott und wer ist Chuck? Der Mensch, Norris? Der Aftertrash. Brauchst du nicht wissen. Okay. Der Mensch, der Aftertrash geschrieben hat. Aftermath. Ja, das ist auch so ein Ding, das habe ich versucht also ich habe mir das Hörbuch dazu bei Spotify oder wo das war, angefangen und es war irgendwann so. Hast du einen Nebensatz wahrgenommen? Es war ultra schwer zu folgen und ich habe es dann irgendwann ausgemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt gerade die Einkaufsliste für die nächsten 4 Wochen mir im Kopf überlegt, aber ich habe nicht mehr zugehört und das irgendwie nach 2 Kapiteln, kein gutes Zeichen. Genau, und hast du einen Nebensatz wahrgenommen? Anscheinend nicht, weil ich war ja bei der Einkaufsliste für die nächsten 2 Wochen. Okay. Und Chuck Wendig ist halt auch als, ich meine, ich mit dem Wikipedia-Konto folge ich diversen Autoren und Machern und so weiter von den ganzen Sachen und Chuck Wendig ist ein ultra anstrengender Mensch anscheinend. Zumindest auf Twitter. Das würden manche Leute über mich. Ja, ist klar. Man sagt ja schon mal so Snowflake-mäßig. Ja, aber ich vermeide sowas immer. Aber der ist halt eine ganz spezielle Schneeflocke. Also ich glaube, das ist so ein weit verbreitetes Phänomen auf Twitter, dass Leute dadurch. Ja, aber der ist halt anstrengend. 80% nerviger werden, als sie sonst sind. Mindestens. Ja, aber das hast du bei den Star Wars, bei den Star Trek Leuten auch. Also Michael Chabon auf Twitter, nachdem er dann die zweite Picard-Staffel um die Ohren gekriegt hat, beziehungsweise und Discovery um die Ohren gekriegt hat, der hat auch so unglaublich dünnhäutig reagiert. Ja, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Terry Metalis, der jetzt halt die letzte Staffel gemacht hat, der ja auch durchaus ein bisschen was abgekriegt hat, zu Recht, zu Unrecht, könnt ihr unseren Cast hören, aber der da auf Twitter zumindest immer sehr mit einem Augenzwinkern und sehr sympathisch und der mich ehrlich gesagt auf Twitter fast so ein Ticken auf seine Seite gezogen hat und ich deswegen das Endprodukt nicht mag, aber ich zumindest mit dem Dude irgendwie bonden. Das unterscheidet aber auch Paramount in dem Fall von Disney, weil die bei der Dave Blass und der, wie heißt er nochmal gleich, Terry Metalis, ja. Die geben halt unglaublich viele Hintergrundinfos zu dem, ja, was sie richtig gemacht haben. Ja. Und ich habe das auch durch Zufall nur gesehen und ich finde das super gut. Und, und das fehlt, also Favreau twittert ja schon mal hin und wieder, ja, aber dann bist du immer so, warum? Ja, also jetzt zum Beispiel, wir hatten eben über Grogu gesprochen, warum ist der wieder da? Ja, und dann alle so, ja, aber der war doch jetzt nur eine Woche bei Luke oder was? Und dann nee, Favreau sagt dann, der war 2 Jahre bei Luke. Ja, aber die heben sich das alles nicht für Twitter auf, sondern für Disney Plus in den Making-ofs. Ja, aber das ist so oder so ist es halt albern. Also ja, es ist albern. Ja, also das kannst du kannst einfach nicht immer voraussetzen, dass jetzt jeder alles auf allen Kanälen irgendwie guckt. Und ich meine, normalerweise höre ich ja auch diese Official Aftershow-Dinger. Also ich gucke keine Making-ofs, die jünger als 20 Jahre sind, ja, weil es ist sowieso nur ein einziges PR-Geschrubbel und Lobhudelei ist. Und ganz schlimm war jetzt dann der Amazon Prime Podcast, der offizielle zu Rings of Power. Der war unerträglich, der war wirklich unerträglich. So, habt ihr das geguckt, was ihr da gerade besprecht? Das ist die größte, ja, offizielle Sachen sind immer schlimm. Ja, bitte? Die größte, gewaltige, ja, ja, beste Fantasy-Serie, die auf einem amerikanischen Streaming läuft. Und Will Wheaton funktioniert halt auch nur im Zusammenschnitt bei Red Letter Media, lustig. Ne? Also, ich mag Will Wheaton sehr gerne, aber ich könnte mir den Ready Room nicht angucken. Es ist unerträglich. Diese Lobhudelei, ich kann das nicht. Was aber gut funktioniert, ist der offizielle Podcast zu Last of Us.
Weil die beiden haben richtig Ahnung, die Macher. Ja, ja. Und die haben richtig geil da gelabert. Also. Sollen wir vielleicht nochmal über Mandalorian reden? Ja, ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir, am Ende nochmal. Also wie geht's jetzt weiter? Freuen wir uns drauf? Freuen wir uns nicht drauf? Freuen wir uns aufs High-End? Freut ihr auch euch auf den Rey-Film? Auf was freut ihr euch jetzt im Star Wars-Universum als nächstes? Also für den Rey-Film habe ich Angst. Mhm. Den Filoni-Film werde ich zur Kenntnis nehmen. Der Dawn of the Jedi-Film könnte interessant werden. Ja. Ich habe halt immer das Problem. Er hat Angst. Ich habe immer das Problem. Ich glaube nicht, dass ein Film kommt, bevor der Film kommt. Ja, ja. Weil alle Filme, die nach Episode 9 angekündigt oder vor Episode 9 angekündigt wurden, sind alle weg. Die sind nicht gekommen. Und bevor der Rey-Film nicht ein definitives Kinostartdatum hat, glaube ich nicht, dass der passiert. Was ja auch ganz gut am Ende ist, weil, also nicht, dass der Rey-Film nicht passiert, aber dass sie sich jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen, als das, was sie in den Sequels daraus gehauen haben. Weil, also muss man ja sagen, die sind schnell dabei, um zu sagen, hey, wir machen... Selbst der Film mit Kevin, den angeblich Kevin Feige schreiben sollte, wurde ja dann am Ende gesagt von Kathleen Kennedy, glaube ich, nö, das war eigentlich nie in der Mache und das haben wir irgendwie nie hinbekommen. Und trotzdem war es groß in den Medien. Und ich bin eher dafür, diskutiert vorher darüber, aber macht einen guten Film. Und wenn es sich nicht lohnt, einen Film daraus zu machen, dann hört auf und geht zum nächsten weiter. Ich wäre ja schon dankbar, wenn es einen Masterplan gibt. Ich bin ja schon dankbar für kleine Dinge. Ja? So einen kleinen Plan, wenn ich am Anfang anfange zu schreiben, damit ich das Ende schon kenne. Das wäre so ganz nice. Mehr verlange ich gar nicht. Ich muss sagen, also bei den Sequels hätten sie sich gerne weniger Zeit nehmen können, weil die ersten Drafts waren deutlich besser, als das rauskam. Gut. Wir brauchen nicht wieder bei Last Jedi anfangen, weil... Das ist ein Rabbit Hole, dass wir nicht hinabsteigen wollen. Guck mal gerade aufs Ende von Mandalorian. Ja. Da sind die ja am Ende in dieser Bar, wo die dann den Captain Tivers nochmal treffen und wo der ja vorher dieser Sepp seinen Gastauftritt hatte. Ja. Und Filoni rumsteht. Ja, wo Filoni mal wieder rumsteht. Self-insert mal wieder, ja. Ja, also das ist ja alles ganz... Ist ja alles ganz nett, aber ich hätte halt, wie du eben am Anfang schon mal gesagt hast, diesen Space Western, es wäre mir viel lieber gewesen, wenn einfach die Serie für sich gestanden hätte und der einfach auf irgendwelche abgelegenen Planeten und da irgendwelche Abenteuer erlebt hätte und wo man halt sieht, okay, da ist noch eine abgewrackte imperiale Basis und da die Leute haben dann irgendwie geplündert nach dem Fall des Imperiums oder irgendwie sowas. Mir fallen da tausend Geschichten ein, die man erzählen könnte in der erweiterten Galaxie, um diesen Rahmen einfach mal zu sprengen, von den Bekannten wegzukommen. Selbst wenn sie es so gemacht hätten, dass sie nur beim Mando und Grogu geblieben wären und die Spezies von Yoda gesucht hätten, so ungefähr. Ja, zum Beispiel. Sein Volk. Ja, zum Beispiel. Gut, wir sind munter durch die Star Wars Themen und Disney Plus und Streamen und sogar Cricket war ein Thema heute gesprungen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch ans rege Beteiligung aus dem Publikum. Ich weiß, dass man das jetzt im Podcast nicht alles immer eins zu eins sauber gehört hat, aber ich denke, ihr konntet dem Gespräch trotzdem gut folgen. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Für diejenigen, die im Podcast dabei sind, freuen wir uns natürlich über Feedback an info@nerdizismus.de und ansonsten machen wir jetzt hier auf der FedCon eine kleine Pause. Ansonsten und danach geht's weiter. Empfehlung geht's natürlich noch. Fashion. Ja, und natürlich euer Shoutout dürft ihr natürlich auch noch machen, ja. Bevor ich nämlich, dann wollte ich den Satz jetzt so beenden. Ich darf ihn auch nie unterbrechen. Bevor ich das Mikro nämlich aus der Hand lege, dürfen natürlich unsere Gäste eben noch sagen, wo man euch hören kann und finden. Jetzt habt ihr nichts vorbereitet. Also das ist ja, ja wie schüchtern Podcaster, die schüchtern sind. Schön. Ja, Echo 3 und Echo 7 auf Spotify, Apple Music, Podcaster. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Wir reden nicht nur über Star Wars, wir reden auch über alle anderen Themen, die uns gerade unterkommen. Wir reden überaus selten über Star Wars. Ja, anfangs haben wir sehr viel und dann eher weniger. Aber Max hat ja seine Passion fürs Pressepremieren angucken gefunden. Wir haben auch schon über Babylon geredet und über Insight. Wir haben auch mit Sebastian von Last Geek Tonight hier eine Oscar-Folge gemacht. Also sehr unterhaltsam. Da gibt es eine Menge zu hören. Prima. Wir haben Quantumania gottlos verrissen. Wer hat es nicht? In diesem Fall, viel Spaß und bis gleich. Hier im Stream gehen wir jetzt kurz in eine Pause und sind dann um kurz nach 1 Uhr wieder da. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.